sind ja schon die Tränen für das Aus. Ich hoffe nicht. Oh, Pfosten! Der Pfosten rettet uns! Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Torwartspielerkarriere in der WM 2018. Ich bin's, Jan, und wir haben heute unser drittes Gruppenspiel gegen Island. Mit Island gegen Kroatien. Kroatien, wir sehen es in der Tabelle, ist auf Platz 1, kann nicht mehr eingeholt werden. Argentinien spielt gegen Nigeria, also ein Unentschieden könnte theoretisch reichen, wenn Argentinien gegen Nigeria unentschieden spielt, aber darauf sollten wir es nicht ankommen lassen. Kroatien hat bis jetzt alles gewonnen. Ja, es ist nicht leicht, ne? Das hat aber auch keiner gesagt, dass mit Island leicht wird. Also die Aufgabe ist, gegen Kroatien zu gewinnen. Am Ende der Folge schauen wir natürlich auch noch, wer ansonsten so weitergekommen ist. Ist klar, ich hoffe, wir sind da drunter. Und damit das klappt, würde ich sagen, drückt einfach mal mir die Daumen. Das könnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen, weil es wird keine leichte Aufgabe. Alter, wie viele Stadien gibt's denn? Auch hier in der Rostov Arena, erbaut 2018, auch 45.000. Hier haben wir auch noch nicht gespielt. Ist ja krass. Vielleicht weiß ja wer, wie viele Stadien es insgesamt jetzt gibt für diese WM. Also ich weiß nicht, aber wir haben ein Flutlichtspiel, Anstoßzeit 21 Uhr, das ist genial und das Stadion sieht auch richtig gut aus. Wie immer, wenn euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, das würde mich sehr unterstützen. Und ja, schon morgen um 18 Uhr würde das Achtelfinale kommen, wenn wir weiterkommen. Das jetzt aber erstmal nach spannenden 90 Minuten, da haben wir dann das Ergebnis und ich gebe mehr als 100%, um das zu erreichen. Ihr habt euch gewünscht, auch mal die Formation der Gegner zu sehen und gegen Kroatien ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel und deswegen seht ihr hier mal links auf der Seite, mit was für einer Formation die denn heute auftreten. So, angestoßen, die Aufgabe ist klar, Sieg gegen Kroatien. Flankenmöglichkeit für Kroatien. Lassen sich da wirklich viel Zeit und da geht ein Spieler zu Boden, 15. Minute. Der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt, der Ball war nicht mit im Spiel. Der Körper wurde von unserer Nummer 18 stehen gelassen. Das sehen wir in der Wiederholung hier auch nochmal. Zack. Ganz unglücklich umgerannt. Mehr oder weniger. Und dafür gibt es den Strafstoß. Rakitic. Gegen mich. Ja gut, da habe ich gar keine Schnitte. Richtige Ecke, aber in den Winkel verwandelt. 16. Minute, Führung für Kroatien und damit wird es noch ein Stück weit schwerer. Wir müssen das Spiel jetzt drehen. Oh, Kroatien! Das gibt's nicht. Alter, was ein angeschnittener Schuss. 20. Minute, Modric, der Madridstar, erst die Champions League gewonnen und jetzt geht es mit Kroatien auf jeden Fall schon mal sicher ins Achtelfinale und sie machen mit Island auch keinen Stopp. Da ist ja, da ist nichts zu halten für mich bei diesem Schuss aus dieser Distanz. Keine Chance. Es sind ja schon die Tränen für das Aus. Ich hoffe nicht. Aber da kann man mal sehen, was auch die Werte von einem Torhüter ausmachen. Ich meine, vielleicht nicht unbedingt bei dieser Chance jetzt an sich, aber Manuel Neuer ist schon auf jeden Fall der deutlich bessere Torhüter. Das merkt man auch im Spiel. Aber jetzt gute Chance für Island. Ach, schade. Aber apropos Neuer, heute kam eine neue Folge auf meinem Kanal mit Manuel Neuer. Checkt die gerne ab, natürlich auch oben in der Infokarte verlinkt. Oh, Mandzukic. Oh, Gott sei Dank. Mandzukic schießt daneben, aber diesmal, man hat es auch deutlich gesehen, da bin ich da. Decke alles komplett ab. Keine Gefahr. Jetzt Island! Oh, das ist ja nicht die Möglichkeit. Wo geht der Ball hin? Die blocken alles, die Kroaten. Unglaublich. Ein Kopfball an die Latte. Es ähnelt dem Nigeria-Spiel aus der letzten Folge. Nur, dass wir jetzt schon nach dem 2:0 wirklich große Chancen haben und rankommen zu scheinen. Aber wir brauchen ja auch drei Tore. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Noch bleibt die Zeit und noch haben wir auch nur zwei Tore gefangen. Natürlich auch total ärgerlich wegen dem Elfmeter, das weiß ich. Aber ja, eine Toranzahl ändert sich trotzdem. Oh, jetzt ein Konter. Ich laufe mir nach vorne. Um
gut sehen zu können. Anschlusstreffer, 38. Minute. Dass der noch in der ersten Halbzeit fällt, ist wichtig. Der Auftrag für jetzt plus zweite Halbzeit, zwei Tore, mindestens zwei Tore. Wir müssen das Spiel gewinnen, aber die Kroaten können natürlich immer noch weiter Tore schießen, keine Frage. Ich hoffe, das tun sie aber nicht. Aber das ist doch mal ein Hoffnungsschimmer. 1:2 in der wievielten Minute? Es ist die 39. Minute. Wir sind schon fast am Ende der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber es gibt nochmal einen Freistoß in die Mauer. Glück gehabt. So, jetzt ist Halbzeit. 1:2. Alles noch drin in dem Spiel. Wir müssen aber im nächsten Durchgang zwei Tore schießen. Mindestens. Argentinien führt zur Halbzeit gegen Nigeria mit 1:0. Also da auch knapp. Aber mit diesem Zustand wären wir jetzt gerade aktuell raus und wären nur auf Platz 3. Jetzt aber... Oh, Elfmeter für Island! Rakitic! Der Elfmeterschütze zum 1:0 für Kroatien ist jetzt derjenige, der einen Isländer zu Fall bringt. Und das direkt nach Wiederanpfiff. Finn Bogason ist es, glaube ich, der dort gestürzt ist. Wollte gerade abschließen in guter Position. Und jetzt tritt unsere Nummer 10 an. Das ist ja schon fast hier ein Elfmeterschießen. So viele Elfmeter, wie es hier gibt. Oh nein, ist... Shit. Das ist jetzt richtig kacke gelaufen. Oh nö. Fuck. Das hat das Spiel nicht in Betracht gezogen, glaube ich. Und das habe ich auch nicht in Betracht gezogen. Das ist jetzt richtig scheiße gelaufen. Oh, Glück gehabt. Kann ich das nochmal wechseln? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich selber den Elfmeter schießen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich kann es auch überhaupt nicht. Aber Glück gehabt. Oh shit, 2:2, Leute. Das wollte ich überhaupt nicht. Also da habe ich mich verdrückt, weil ich so aufgeregt war. Das ist jetzt natürlich eine kleine Verfälschung, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass Island auch so Elfmeter schießen kann, dass ich das nicht alleine nur machen muss. 2:2. Wow. Also erst ein Bug und dann das. Jawohl. Aber ich würde sagen, verdient ist es auf jeden Fall. Ja, durchaus. So, jetzt sind wir hier wieder in gewohnter Haltung. Ich wollte eigentlich doch nur den Elfmeter aus nächster Nähe sehen. Mehr wollte ich ja nicht. So, 51. Minute, 2:2. Oh, da wird hart gezogen. Kein Freistoß. Nächster Schussversuch. Drüber. Soll ich jetzt mal angeboten. Wir brauchen den Treffer. Die Zeit tickt gegen uns. Island macht das gerade richtig gut. Wie gesagt, ich versuche hier mehr oder weniger auch ein Libro gerade mitzuspielen, wenn der Ball hierher kommt. Und der wird nochmal quer gespielt. Island führt zum ersten Mal in der WM 2018. 66. Minute. Und jetzt kann ich mich wieder schön hinten in meinem Kasten verkrümeln und einfach beten, dass hier auch der Endstand sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier jetzt die härtesten 20 Minuten werden in der Karriere der Isländer. Oh, Pfosten! Der Pfosten rettet uns! Modric. Er kann das gut mit dem Dribbling. Oh! Keine Chance aus der Distanz! 3:3, 75. Minute. Ah, ich habe einfach in irgendeine Richtung gedrückt. Weil da musst du dich so früh entscheiden, damit man da überhaupt eine Chance hat. Und ich habe mich für die falsche Seite entschieden. Ach, ist das unglücklich. Da haben sie nochmal aufgedreht. Kroatien. Ach, scheiße, Mann. So, das heißt, in den letzten 15 verbleibenden Minuten hier werde ich auf jeden Fall wieder den Libero-Torwart quasi mitspielen. Und da gibt es den nächsten Elfmeter. 77. Minute, dritter Elfmeter. Okay, vielleicht mit ein ganz bisschen Glück muss ich doch nicht den Libero-Torwart uns hier geben, sondern wir haben hier... Ach du Scheiße, hier wird uns dann vielleicht... Boah, durch dieses Foul hier dann doch vielleicht nochmal ein Tor gegeben. Heilig, Alter, was ist das? Das ist so ein verrücktes Game. So, dieses Mal, wir müssen das Tor leider wirklich aus echter Torwartperspektive hier hinten gucken. Es tut mir leid, aber
zu 3. 78. Minute. Wow. Oh shit. 3 Elfmeter-Tore in einem Spiel. 4:3 für Island. Was ein Spiel. So, ähnliche Ausgangssituation. Jetzt nur noch 10 Minuten, die wir hier ohne Gegentor aushalten müssen. Ah, Mandžukić! Tor wird zugemacht von mir und er schießt dadurch, dass ich ihm nicht viel Platz gebe, daneben. Glück gehabt. Aber natürlich eher auch das Rauslaufen war absolut klasse. Ey, die wollen hier wirklich das Game gewinnen. Was ist denn los? Wieso stehen die so offensiv? Was ist denn da? Das ist meine. Keine Chance. 87. Minute. Ey, das ist nicht normal, das Game hier. Es ist absolut nicht normal. Kroatien lässt nicht locker, ey. Die sind auch schon sicher als Erster weiter. Ihr seht, die Isländer rechts und links, ja, die Fans, die stehen schon überall. Sind schon aufgestanden und warten auf den Schlusspfiff. Und dann wäre Island direkt bei ihrem Debüt das erste Mal direkt schon in der K.O.-Phase, aber... Oh! Nochmal eine riesige Chance vom Kapitän der Kroaten. Und dann gibt es sogar 4 Minuten Nachspielzeit. Alter, wen will dieser Schiedsrichter hier verarschen? Was ist denn mit dem Spiel hier los? Jetzt ist abgepfiffen. Fast 5 Minuten hat er nachspielen lassen. Island ist im Achtelfinale. Wir haben es geschafft. Eure Erwartungen waren ja tatsächlich, dass wir, also die meisten waren so Viertelfinale bis Halbfinale. So, 2 Unentschieden, einmal gewonnen, wir sind ungeschlagen. Ja, selbst mit Deutschland haben wir, ich meine, okay, das waren nochmal andere Gegner und so weiter, aber ich meine, wir haben ja so gegen Argentinien gespielt und die sind rausgeflogen jetzt einfach. Argentinien ist rausgeflogen in der Gruppenphase. Das ist der Hammer. Messi kommt nicht mit ins Achtelfinale. Dafür haben die Isländer hier richtig Spaß. Das wäre natürlich nochmal eine richtig schöne Sache. Hätten wir den Elfmeter gehalten. Also wir waren ja in der richtigen Ecke. 9:9 Schüsse tatsächlich. Ein bisschen mehr Zielwasser wieder bei Kroatien. Ist ja häufig der Fall. Irgendwie so, dass sie nicht ganz so genau schießen. Dann hätte es auch nochmal wirklich ganz anders ausgehen können. Aber dank der 2 Elfmeter. Also tatsächlich wirklich eigentlich nur dank der 2 Elfmeter sind wir hier weitergekommen. Es wäre natürlich wirklich geil gewesen, hätte ich den Elfmeter gehalten. Und dann wäre es nochmal anders gewesen, das Game. Aber so auch auf jeden Fall. Hauptsache wir sind weiter. So, das Spiel Argentinien gegen Nigeria ist 1:2 ausgegangen. Also damit konnte sich zwar Argentinien durchsetzen, hat ihn aber am Ende dann nichts gebracht. Wir gehen gleich über zur K.O.-Phase und schauen, wie es da ausschaut. Deutschland nur als Zweiter weiterkommen, muss deswegen gegen Brasilien antreten. Richtig krass. Wir spielen gegen Frankreich, auch das ein richtig schweres Achtelfinale. Ansonsten könnt ihr auch erkennen, wer alles weitergekommen ist. Wir wären ansonsten gegen Dänemark rangekommen. Das wäre auf jeden Fall deutlich angenehmer. So ist es jetzt Frankreich geworden. Schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge morgen um 18 Uhr mit denen zurechtkommen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Eine Bewertung auf das Video wäre auf jeden Fall richtig gut und würde mich total unterstützen. Falls ihr noch nicht abonniert habt und ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr das jetzt natürlich kostenlos noch machen. Links kommt ihr außerdem jetzt noch zu meinen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Dort gibt es immer wieder Neuigkeiten, Updates zu mir und zu den Projekten. Außerdem kommt ihr rechts jetzt noch zur nächsten Folge morgen um 18 Uhr. Und zur Playlist dieser Torwart-Spielerkarriere in der WM 2018. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.